Schritt 1, der neue Name. Frank Rosin versammelt die gesamte Mannschaft in der Küche zur Besprechung. Nikos Astrapot. Kinder, was für ein Name. Kannst du dich davon verabschieden? Ja. Ja? Ja. Muss, auf jeden Fall. Vorschläge. Restaurant Aphrodite auch. Vasilaki. Ich gebe sowieso zwei schöne Frauen, ja. Aphrodite gibt es bestimmt 10.000 griechische Restaurants in Deutschland. Kalypso. Was bedeutet das? Was heißt das? Ein Name aus Mythologie ist das. Aus für Mensch, für Tiere, für wieder Frau. Ja, für Frau. Kalypso. Gibt es keine Frau mehr? Wie Aphrodite, so ist Kalypso. Aber ihr wisst nicht, was es bedeutet. Ein Name. Ganz genau, nein. Aphrodite? Nein. Aphrodite? Hast du schon gesagt. Nein. Also, pass auf, ich helfe euch mal. Mein Restaurant heißt Restaurant Rosin. Richtig. Wir können das auch Restaurant Rosin machen. Boah, das ist so spitze. Wie gesagt, geht's dir noch gut? Bist du auch Rosin? Und wir lernen von dir, Frank. Ja, aber dann im nächsten Leben vielleicht. Aber du willst den Laden hier Restaurant Rosin nennen? Ja. Dann ist der Laden von dir. Geht's dir noch gut? Brauchst du Hilfe? Nein, ich habe auch da Tabletten. Rosin ist mein Nachname. Mhm. Wie heißt du mit Nachnamen? Mokos. Mokos? Ja. Los. Wir gehen essen bei Mokos. Da ist immer was los. Oder Restaurant Alexandros. Was hast du gesagt? Alexandros. So heißt. Alexandros? Ja, Alexandros. Finde ich mega. Ja. Restaurant? Danke. Alexandros. Freust du dich, ne? Ja. Wir haben einen neuen Namen fürs Restaurant. Was wir jetzt noch benötigen, Helfer zum Umbauen. Ich möchte, dass ihr bis morgen Freunde, Handwerker, Leute, die ihr kennt, besorgt, die helfen, hier aus der Kaschemme ein schönes griechisches Restaurant zu machen. Machen. Okay? Ja. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gleichfalls. Gute Dankeschön. Erholung und bis morgen. Danke. Danke. Der Astrapot. Der ist Vergangenheit. Zumindest vom Namen her. Der nächste Morgen. Der Schlachtplan steht. Jetzt gilt es, ihn umzusetzen. Ein neuer sonniger Tag in Pinneberg. Und ab heute wird der Laden mal richtig umgekrempelt. Schluss mit dem Astrapot. Aus der heruntergekommenen Kaschemme wird jetzt ein Tempel der Gaumenfreude mit Tavernenambiente. 15 Freunde der Familie packen mit an. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Also man sieht auf jeden Fall, dass hier was tut. Oh, hier alles schon raus. Ja, wir haben auch tolle Helfer bekommen. Okay, pass auf. Den heutigen Tag beginnen wir folgendermaßen. Wir drei gehen gleich in die Küche. Und ihr zwei Damen des Hauses, ja, macht Folgendes. Ihr überlegt euch mal, welche Aktivität wir machen können, was wir gestalten können, ja, um die Menschen anzusprechen und auf euch aufmerksam zu machen. Alles klar? Okay. Okay. So, Jungs, hier, passt mal auf. Unter der Anleitung des Sternekochs sollen sich die Männer an die neue Rollenverteilung in der Küche gewöhnen. Wir haben jetzt eine neue Situation, dass Alexis der Küchenchef wird. Du arbeitest zu. Und lass uns das einfach mal ausprobieren, indem wir zusammen ein schönes Moussaka kochen. Und los geht's. Ja. Die Frage ist, wie kommt der alte Küchenchef damit zurecht, dass er jetzt nur noch Gehilfe seines Schwiegersohns in spe ist? Frank, ja. Ich habe eine Frage. Ist okay? So? Tick, oder? Frage bitte Alexis. Ja. Alexis? Ist alles okay? Ja. Ja. Das klappt doch bestens, oder? Vasilios. Ja. Jetzt bist du gerade zu Alexis. Ja. Alexis sagt, diese Kartoffel ist okay. Aber nicht diese. Das, ja, jetzt ich hab, da kann ich ein Haus drauf bauen. Ja, schön ja. Genau bleiben. Ja. Ne? Von der genauen und liebevollen Arbeitsweise seines zukünftigen Schwiegersohns kann sich Vasilios noch eine Scheibe abschneiden. Zwiebeln, Hackfleisch, Kartoffeln und Zucchini, das sind die Hauptzutaten eines Moussakas, des traditionellen griechischen Auflaufs. Hey, komm, ja. Geh von meinem Gehacktes. Ja. Du hast eine eigene Aufgabe. Ja. Mach es ordentlich, ja, Kartoffeln gerade schneiden, ja, dann wird das auch was.
An seinen neuen Job als Hilfskoch muss sich das eigensinnige Familienoberhaupt erst noch gewöhnen. Alexis hingegen macht seiner Aufgabe als Küchenchef alle Ehre. Sehr, sehr gut. Siehst du? Bisschen Olivenöl drauf, eine Minute runter. Sehr gut. Weiße Rose aus Athen. Sagen mir, komm recht bald wieder. Weiße Rosen aus Athen. Die kurzen Anlaufschwierigkeiten sind beseitigt und Vassilios entspannt sich immer mehr in seiner neuen Rolle. In der Küche breitet sich derweil ein herrlich mediterranes Aroma aus. Jetzt fehlt nur noch die Béchamelsoße. Wisst ihr genau, was eine Béchamelsoße ist? Nein, ich nicht. Weißt du, aber, wie Béchamel aber, geht? Ja. Wie geht Béchamel? Ja. Butter? Ja. Mehl? Ja. Milch? Und welches Gewürz? Moscatos. Ja, yeah, genau. Und dann hat die Béchamel auch ein Aroma. Na? Wie eine schöne Frau, die dich umarmt. Ja. Das verstehst du, ne? Ja. Das verstehen sie alle. Aber ich auch. Kochen mit Liebe. Was beim alten Küchenchef Vassilios nur leere Worte waren, ist beim neuen Chef Programm. Jetzt gilt es, die Zutaten in die Auflaufform zu geben, aber mit Gefühl. Nein! Nein, so nicht. Ey, schmier meine. Alexis, erklär ihm, dass er das langsam machen muss und mit Liebe machen muss. Sag ihm das bitte. Sag ihm das bitte. Na, Rab, siga, siga. Oplonen wir bald du. Silius, ja. Ich meine das nicht böse. Bitte versteh mich nicht falsch. Aber das, was deiner Arbeit gefehlt hat in der Vergangenheit, war einfach Liebe und Zuneigung zu dem Essen. Und schau dir das bitte an, lerne von deinem Schwiegersohn. Denn der hat nämlich das, was dir leider in der Hand fehlt. Im Herzen hast du es ja, aber in der Hand nicht. Und das ist die Seele, verstehst du? Also bitte. Bitte versteh mich. Ja, ich verstehe dich. Vassilios fällt es schwer, sich nach 35 Jahren in der Küche an den neuen Stil zu gewöhnen, der im Restaurant Alexandros ab jetzt herrschen soll. Frank Rosin zeigt ihm geduldig, wie es richtig geht. Guck mal, so ein bisschen Liebe ist doch jetzt schon zu erkennen bei dir. Ja. Jetzt in den Ofen, 45 Minuten. Bei 175 Grad. Alles klar, dann rein. Tür auf. Τώρα που έμαθα με τον Φρανκ μερικά πράγματα, μου βγαίνει έτσι να μάθω κι άλλα περισσότερα. Να ανέβω κι ακόμα ένα σκαλί. Όπως λέει και ο Φρανκ, κι ακόμα ένα σκαλί, κι ακόμα ένα σκαλί. Σιγά σιγά. Zur gleichen Zeit im Raucherraum. Der heruntergekommenen Goldtapete geht es an den Kragen. Ein befreundeter Maler packt mit an. Gemalt. Hallo, Hilfe! Marina, was machst du? Ja, Kacke. Das geht alles ins Holz rein. Aber ich hasse diese Holz. Am liebsten wollte ich ihn auch einmalen. Das machst du jetzt sauber. Jawohl. Anstelle der Kneipenatmosphäre des alten Astrapods soll im neuen Restaurant Alexandros stilvolles Mittelmeer-Feeling aufkommen. Ja, es langsam Auspuff wird ein riesiges Restaurant. Und die Farbe, ich finde, ganz cool. Unterdessen widmet sich Frank Rosin einem anderen wichtigen Thema, der Preisgestaltung. Bisher hat Vassilios die Preise nach Bauchgefühl festgelegt. Von Kalkulation keine Spur. Das soll jetzt anders werden. Und dann haben wir den Preis, was es kosten muss. Ja. Ne? Hallo. Okay. Hallo. Wie läuft es bei euch? Gut läuft's. So, also, wir haben zusammen gekocht. Ja? Jetzt haben wir aufgeschrieben, wie viele Lebensmittel wir dafür benötigen. Okay. Und haben die Einkaufspreise. Und jetzt können wir beide kalkulieren, was sowas kosten muss. Um die Preise festzulegen, muss der Einkaufspreis und die Betriebskosten mitkalkuliert werden, damit das Unternehmen wirtschaftlich arbeiten kann. Eine Aufgabe für die neue Geschäftsführerin. 8,89 haben wir jetzt. Mhm. Wir werden aber 9,50 Euro dafür nehmen. Ja. Ich habe ein bisschen was draufgeschlagen, damit man einen stabilen Preis hat. Es kann ja mal sein, dass die Lebensmittelpreise sich verändern. Dann braucht ihr nicht immer andere Preise zeigen und der Kunde ist auch nicht verärgert. Hast du das verstanden? Es braucht noch ein bisschen Übung, aber ich habe es verstanden, ja. Perfekt. Inzwischen ist auch die original griechische Moussaka fertig. Schaut mal. Richtig
schöne Moussaka. Was sagst du? Sieht das aus wie bei Mama? Ja. Ist das so? Genau wie Mama. Das ist richtig. Bitte? Das ist richtig. Nun gilt es noch, das Gericht ansprechend anzurichten. Original Moussaka nach deinem Rezept, nach Mamas Rezept, ja, neu im Restaurant Alexandros. Jetzt lassen wir mal die Damen probieren, was die dazu sagen. Ja. Das erste Gericht der neuen Speisekarte steht. Aber was ist mit dem Rest? So, ihr Lieben. Das erste Gericht aus der neuen Speisenkarte, Moussaka, à la Restaurant Alexandros. Lecker. Aber lecker. Schmeckt. Lecker, ne? Lecker. Ja, du hast richtig Ahnung, mein Schatz. Ihr schreibt eine neue Speisenkarte, okay? Klein, fein, lecker, frisch, griechisch, wie bei Muttern. Und ihr, Katharina, du kalkulierst das. Okay. Frank. Ja. Und für morgen, ich habe so tolle Idee. Mhm. Bei uns in Pinneberg gibt es jetzt Weinfest. Mhm. Und ich habe einen Stand organisiert. Mhm. Und da können wir unsere frische, neue Gerichte vielleicht präsentieren und schmecken lassen. Eine sehr gute Idee. Bin total begeistert. Ne? Machst du zwei Bleche? Ja. Moussaka, heute Abend oder morgen früh. Ne? Ja. Schön griechischer Wein. Mensch, macht doch langsam Spaß. Ciao.